diesem Video sammle ich alle Tiere für Paluten in Craft Attack 11 und baue seinen ersten Shop. Ja. Und zwar, ihr habt ja alle, nee, du hast keinen Shop, oder? Noch nicht. Ah, noch nicht, ja. Und was gibt's Gutes, was man verkaufen kann? Wisst ihr das? Hä? Kürbisse. Was? Nein. Oh, auch gut. Auch gut, könnte ein Side-Hustle werden. Aber was kann man praktisch... Oh. Hallo. Oh. Hallo, verkauf Schweine. Na, nicht nur Schweine, sondern, also ich werde Tierhändler. Die Edgarianer verkaufen Tiere. Eine Zoohandlung, ein Tierheim. Also kann man sozusagen General Dieter kaufen. Nein, General Dieter, das geht nicht. Das geht wir nicht. Wir verkaufen Edgar für 20 Käufer. Euro. Nein. Aber das sind dann nicht nur Tiere, weißt du? Weil das Ding ist, ich habe mir gedacht, guck mal hier, so ein armes Schwein zum Beispiel, das kann ja jeder verkaufen. Aber jedes Schwein bekommt auch einen Namen. Weißt du, dann hat man so ganz viele verschiedene, kann jeder sich dann seinen Favorite raussuchen, wenn jemand zum Beispiel einen Willi kaufen will oder einen Harald. Die werden persönlich dann ausgesucht. Meine Frage ist allerdings, das größte Problem daran wird sein, die da hinzubringen. Darf man in seinen Shop so ein Portal bauen, dass man die dann immer durchs Portal... Das ist gut. Oh, das ist ausgezeichnet. Das ist gut. Dann brauche ich nur größere Flächen. Ja, okay, die könnte ich hier hinter könnte ich Flächen... Oh, das wird Weltklasse. Bei wem kann ich den Shop einreichen? Muss ich das bei Spark machen? Das können wir machen. Das könnt ihr machen. Ihr seid... Ja. Shop-Beauftragte. Du musst uns einfach nur sagen, was und wie du es haben willst und wo und zack, wir machen das. Okay, ausgezeichnet. Ich würde sagen, ein riesiger Edgar-Kopf auf dem Marktplatz. Kriegen wir auch eine gute Lage hin, aber wir kriegen nur noch die Lage, ne? Lage, wir machen direkt in die Mitte. Okay, dann lass die Suche beginnen. Dann beginnt die Suche jetzt. Die Suche beginnt jetzt. Mit was fängst du an? Mit der Kuh, glaube ich, weil das hier in der Nähe vielleicht ist. Und danach hole ich mir eine Pilzkuh und danach gebe ich auf. Weil ich kann nicht mehr. Ziemlich genug gearbeitet für heute. Komm, ich vermehre das Hühnchen. Müssen auch noch ein paar. Ey, du. Oh mein Gott, ja, du kleiner Hund. Ja, kannst du ein bisschen schwerer machen, Mann. Ey, nicht die Kuh, ey, bitte übertreib nicht. Nee, die Kuh muss jetzt auch weg. Nein, die Kuh muss. Digga, ey, wenn du. Oh mein Gott, ja, die ist tot. Ich log aus. Kein Bock mehr auf den. Nee, Video ist vorbei. Okay, können wir jetzt zusammenarbeiten? Ja, Digga, du hast Kuh getötet, übertrieben, no joke. Mann, das Huhn hatte auch ein Leben. Joa, ich hab ja auch Schafe, direkt zwei Fliegen mit einem Streich. Und zack, das erste Huhn. Erstmal, komm mal mit. Boah, direkt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Da werden welche dicksten 2x gemacht, wenn die eingelagert sind. Kannst du die Gehege bauen? Ich werde meine Gehege bauen, ja. Digga, einen Delfin in ein Gehege zu packen, geht auch gar nicht, oder? Bro, der braucht irgendwie Luft, der braucht irgendwie Wasser. Der stickt doch immer. Boah, du bist erstmal eingepackt. Zack, zwei Sachen erledigt und es wird abgehakt direkt. Du bist so geil. So, ich habe auch meinen ersten. Als nächstes, okay, Kabeljau, den kann ich einfach in den Eimer packen und in eine Kiste, oder? Ja, oder? Man setzt ihn einfach da rein. Nein, Digga, den Kabeljau, den hau ich in den Eimer rein. Nein, der muss da abrecht in der Pfütze rumgammeln. Vor allem, ich hab Kabeljau, oder? Nein, ich hab den roten Fisch, du hast den weißen. Ja, Kabeljau ist meiner, du hast Lachs. Ja, dann hat Lachs. Können wir auch bei anderen Teilnehmern klauen, zum Beispiel Esel bei Mo? Nee, aber hier ist schon ganz viele Lachse hier im Teich rum, im Fluss. Ja, den hol ich gleich. Okay, mal kurz, spann ich mal. Kann man Lachse paaren? Nee, dafür brauchen wir nur einen. Immer. Nur einen. Naja, wenn man die nicht paaren kann, brauchen wir nur einen. Hab meinen. Okay, übrigens. Aber wir wollen ja mehr verkaufen, oder nicht? Ja, aber zum Ausstellen brauchen wir erstmal einen. Ja, ich stell das Tier später aus. Ich werde jetzt erstmal den in eine Kiste legen, okay? Mann, mach einfach da ein Loch rein und. Mein Gott, den ich bin so ein Fischer wie du. Nee, ich brauch jetzt einen Wassertank kurz. Nee, ich hab jetzt meinen Fisch hier einfach ins Loch gepackt, oder? Mann. Digga, guck mal, wie geil der das hat. Ja, das ist cool. Ich find das passt. Mhm, okay. Was ist das nächste? Ich habe ein Schwein. Was ist bei dir erst oder ein zweites Tier? Puh, habe ich schon. Also, okay, dann hole ich ein Schwein. Denkst du, ich kann hier ein Schwein ausleihen? Ja, ne? Ein Schwein ausleihen. Ich glaube, hole jetzt die Schildkröte und Bienen. Mach das. Ey, wenn die jetzt alle hier rauslaufen, ich habe keinen Bock mehr. Oh mein Gott, nee, alle laufen raus. Ich weiß nicht, was das für ein Minecraft-Mechanik ist. Hä? Warte mal. Die sind alle zu fett. Oh nee. Warum? Ist das peinlich. Ich habe jetzt nach langer Zeit auch mal wieder komplett neue Badline Cosmetics, also holt euch gerne was über den Link in der Videobeschreibung, um 10% zu sparen. Und für alle, die Labelmod spielen, gibt es jetzt das neue Garfield Pad und da sparst du auch 10% über den Link in der Videobeschreibung. Ich streame Craft Attack übrigens jeden Tag 8 Uhr morgens fast den ganzen Tag lang auf Twitch, also schaut da gerne vorbei. Also, ich habe vor geraumer Zeit mit Fabo extrem viele Schildkröten ausgebrütet und genau zu diesem Ort werde ich jetzt fliegen und einige Eier besorgen, damit unserem Ziel ein Stück näher kommen. Geil, zwei Schweine für 10 Meter weiter wieder reingesetzt ins Gehege, geil. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, wir müssen ein bisschen low anfangen und uns immer steigern, deswegen nicht holen mit so einem Hasen oder so. Die Delfinbrecher müssen wir später machen, so die nervigen. Ja, die krassen, die kommen am Ende. Ich habe jetzt 20 Turtle Eggs, das reicht, oder? Naja, reichen auch zwei eigentlich. Ja, aber ich denke unternehmerisch.
So, Pferd eingesagt. Geil, geil, geil. Oh Mann, nee. Was soll denn das? Warum hat er sich jetzt in das Karussell reingesetzt? Ey, nee, jetzt noch das zweite. Kein Bock mehr auf die Kacke, Mann. So, zack, zack, zack. Hier, Schildkröten-Eier habe ich jetzt auch. Und es wird abgehakt auf der Liste. So, vierte Mob-Art. Geil. Hier, die Pferde chillen mit dem einen Fisch da rum. Das ist super. So, einmal ableihen. Perfekt. Pferd auch abgehakt. Mann, ich finde kein Bienending. Bienendinger sind krass erhofft. Oh, hab eins. Aber muss ich das, wenn ich das abbaue, rasten die aus mit Slick-Touch? Nee, dann, oder? Ja, doch. Nee, ich muss warten, bis Nacht wird, glaube ich. Dann gehen die erst rein wieder, oder? Ah, nee, jetzt wird Nacht, dann können wir eigentlich eine Spinne holen. Dann lass mal schnell ein Boot holen und eine Spinne einfallen. Ja, Spinne gefunden. Hab ich meinen Beitrag geleistet. Kannst du bitte mitkommen? Oh mein Gott, bitte geh hier rein. Ey, wieso muss es jetzt Tag werden? Wait, können Spinnen nicht in Boote? Der ist ja übernervig. So, dann haben Spinne jetzt die Spot, die nicht. Jetzt müssen wir die halt nur noch ein bisschen einbauen. Und rein da. Erstmal eine Spinne sterben. Oh mein Gott, das wird noch so nervig werden. Wir haben sozusagen Spinne abgehakt, wenn ich jetzt hier noch rauskomme, lebend. Perfekt. Ich lasse die Bienen einfach so offen an so einem Ding stehen, oder? Dass die so ihr Ding machen. Jawollo, dann haben wir das nächste abgehakt. Let's go. Was als nächstes? Ich finde... Boah, jetzt wird's halt eklig alles. Ich werde Pilzkuh als nächstes holen. Brauche ich zwei oder nehme ich einfach die eine von Basti und vermehr die? Ich habe gerade die Pilzkuh abgegeben. Das heißt, die können wir das abhaken. Zack, Pilzkuh weg. Zack und speichern. Als nächstes müssen wir uns um... Ich würde gerne den Tropical Fish holen. Yo, wir holen jetzt als nächstes den Tropical Fish. Boah, es gibt halt so eine krasse Variety an Fischen. Ich habe einen lebenden Pufferfisch. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende. Achso, ja, sorry. Gut, nee, ich mach dich... Du kannst mir am Wochenende... Oh mein Gott. Am Wochenende, also du kannst mir nicht... Du machst gerade Abmod oder so und ich komm rein und sag hallo. Nee, ich mach Vito einfach ja, nur... Ja, wieder vorbei. Alles scheiße. Kein Bock auf die Tiere. Keine Lust, mir Tiere zu holen. Macht alles keinen Spaß, Mann. Lass trotzdem Like da, ey. So, wir haben als nächstes die ganzen Tropical Fische eingetütet. Wir werden, glaube ich, wieder ein kleines Aquarium für die bauen. Aber später was Richtiges. Als nächstes Frosch. Frosch breedet man mit Slimes, oder? Und dann muss ich den irgendwie den Laich joinken. Müssen wir nochmal zwei finden. Ich kann diesen Laich hier einfach aufsammeln mit einem Eimer, oder? Also die Leiche nicht, aber das Laich, ja. Das ist ja also die, also die. Das meinte ich ja, ich wollte jetzt hier nie nichts, weißt du? Also die Eier kannst du, nee, die Eier nicht, aber die Kalkwappen dann. Die Eier nicht? Nee, die hast du ja letztes Mal auch einfach kaputt gemacht. Dann dadurch. Und die Eier mit Silk Touch abbauen? Nee, genau, das hattest du letztes Mal gemacht. Also denkst du, dass diesen Fehler... Das war nicht so erfolgreich. Also dieser Fehler sollte mir nicht nochmal passieren, denkst du? Ich glaube, das wurde nicht gepatcht seitdem, ne? Okay, okay. Jetzt lass ich mal richtig rein. Oh, hat er hier reingeleicht. Weil wir haben nicht mal irgendwie ein Eisbiom gefunden. Da ist ein Eisbiom. Wir holen dann doch zuerst den Eisbär. Boah, so ein zweiter Eisbär wäre halt noch geil, ja. So, wir haben jetzt noch den zweiten Eisbär eingesagt und jetzt können wir entspannte 5800 Blöcke zurück zu Paluten laufen. Das wird super. Hab richtig Bock. Vor allem, wenn die nicht den Berg hochlaufen wollen. Ey, Jungs, bitte. Oder wir ballern hier ein Portal hin. Aber im Nether werden die halt noch krasser sterben. Okay, wir gehen in den Nether, komm. Aber ihr seid schuld, wenn die da sterben. Oh! Unsere Kaulquappen sind gespawnt und wir tüten die Jungs jetzt hier mal ein. Zack, 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 zack. Und bringen die ins Edgarland. Zack, Kaulquappen eingesperrt. Da müssen jetzt noch Frösche drauf schlüpfen. Wir haken das nächste ab. Zack, zack. Boots, Boots. Wo ist hier der Frosch? Hier. Und dann gehen wir zum nächsten Tier. Boah, was machen wir als nächstes? Jetzt kommen die ganzen ekligen. Denkt ihr, wir finden hier schnell einen Mule oder so? Okay, mal schauen. Wie sieht's hier aus? Jo, das... Boah. Wenn hier die Eisbären durchkommen, das wird nicht so gut enden für die. Schau, wir müssen zu diesem Trimax-Portal. Und das ist kein sicherer Weg für zwei Eisbären. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, wir bauen das echt auf der Decke. Hast du beim Moesel geklaut? Nee, du? Nee. Also, ich... Keine Ahnung, was du meinst. Jo, wir haben beim Mo jetzt hier gerade Esel geklaut. Die bringen wir jetzt zu unserem Dorf. Haha. Ich finde Diebstahl ist völlig in Ordnung in Craft Attack. Also, weißt du, das geht auch ja... außerhalb. Na, an der SB-Kasse. Jawollo! Esel abgehockt! Zack, zack, zack. Boots, Digga. Luca, was? Ja. Kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Nein. Okay. Warum bist du gemeint, Vito? Ja, du musst dich bloß einmal kurz auf die Netherdecke stellen bei folgenden Koordinaten. Ich stehe auf der Netherdecke. Okay, dann komm mal hier hin. Ja, aber was passiert dann? Ich will nicht sterben. Nee, da passiert nichts, alles gut. Da wird nichts passieren. Du musst einfach nur stehen und warten. Ich bin da gerade am Machen. Ach so, ja, ich sehe dich. Okay, wir sehen uns gleich. Ich bleib hier, okay. Du bleibst da. Verarscht. Nee, warte. Ein Eisbär, soll ich ihn töten? Bitte nicht, das sind zwei Eisbären, oder? Ja. Okay, sehr schön, dann war es das eigentlich auch schon. Kannst du ganz kurz nochmal zu Paludens Portal kommen? Ganz ich stehe wieder schön auf meinem AFK-Spot im Netz. Dann war es das auch schon. Ich will jetzt gerne mal so, ne? Nee, du musst nur noch einmal durch das Portal durch, das war's. Durchgehen? Ja, genau. Hi. Ach, du willst wieder, dass ich vorgehe mit den Eisbären.
Okay, dann schicke ich mal den ersten durch und den zweiten. Beide da, Boah. Perfekt, Boss. Danke dir, bist der Beste. Hi. Hi und tschüss. Warte, wo ist der andere? Ich gehe, wann ich will, hä? Nee, wo ist denn der andere Eisbär? Der ist weggelaufen, der war gerade hier. Ah, hier, in die Ecke. So, Eisbären sind da, Eisbären werden abgehakt. Was ist das nächste? Ja, wir müssen eigentlich Kamel jetzt als nächstes machen. Auch wenn es überkrampft wird, wir müssen das Kamel holen. Mann, vielleicht holen wir Kamel auch echt einfach bei Trimac. Ja, komm, was soll's. Macht ja keinen Unterschied, oder? Bro, Sparkle mal erzählt am Anfang, dass Axolotls irgendwie nach 15 Minuten despawnen. Aber warum sollten die? Nee, nicht Axolotls, ich meine Ocelots. Oh, Checker. Ja, ich erinnere mich, dass irgendwas gesagt wurde zu Ocelots. Aber, weiß nicht, wenn die Nametag bekommen. Ja, aber die muss ich ja erstmal finden. Die spawnen ja auch nicht so oft und dann habe ich 15 Minuten Zeit. Und in der Zeit, wenn ich nicht finde, was mache ich dann? Dann wartest du bis neues spawnen. Aber das Spawning ist ja über rare. Na, dann viel Glück. Okay, danke, Mann. Wofür braucht Trimax eigentlich Kamele? Einfach nur so, weil er die cool findet, oder? Da keine da sind, werden wir die einfach mal vermehren. Warte mal, ah, hier ist das Kleine. Okay, ich glaube, wir füttern das einmal hoch. Dann kann das direkt mit dem anderen verkehren. Dann können wir die beiden mitnehmen. Komm, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Komm. Friss. Wieso wird das nicht groß? Braucht der nicht nur, also haha, der braucht doch nur 64, oder? Crazy. Können die zusammen was machen? Machen die? Yo, wir packen hier Sattel drauf, so Pam, und dann können wir den Kleinen hoffentlich noch anleihen. Ah, nee, warte. So, können wir den jetzt hier mitziehen? Perfekt. Und Abfahrt. Ja. Oh, oh, oh! Wie tame ich Axolotl jetzt mit Fisch? Digga, Axolotl-Spawner. Meiner. Die sind halt einfach, also die sind schon getamt von Ding. Ja, die rennen weg von mir. Sogar ein Baby-Axolotl. Hä, wie fange ich da ein? Digga, er ist der Schnellste. Packst du einen Eimer? Mann, Ocelots. Mann, ja, Boot. Ich hab die jetzt an der Leine. Also jetzt sind beide Boris, 0,6%. Und direkt noch Papageien. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Jawohl, eingepackt. Schön gemacht. Boah, ich habe wirklich gerade zwei Fliegen mit einer Klatsche gemacht. Zwei Papageien und zwei Ocelotls nebeneinander. Ich bin der Goat. Hast du Ocelotls gesagt? Mann, Ocelots, Digga. Keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Das nervt übertrieben. Aber der kommt nicht hoch. Hä? Die wollen das Hühnchen töten. Okay, ich gebe ihm das Hühnchen. Boah, Digga, schüch! Was hat er mit dem Huhn gemacht? Verlierst die Tiere? Das aber. Boah, wie süß! Wie süß das aussieht. Gehen die mit mir? Kommen die Papageien mit, wenn ich jetzt hier ins Portal gehe? Das wäre so krass. Das ist ja mal. Also, das ist wirklich. Das ist fantastisches Minecraft. Oh mein Gott, nein. Die Axolotls machen einen Fullsprint. Mein Gott, nein. Nein. Er ist schneller als ich. Ah, da ist ein Papagei verloren gegangen. Oh mein Gott. Alles weg. Mann, ich hasse das. Ich schwöre, ey, ich rasse. Ich fange gleich an zu heulen. Oh, OC. Und machen die Axolotls mal einen Fullsprint, wenn ich kurz nicht aufpasse? Ja, der andere ist weg. Nein! Ja. Axolotls töten ja Tiere, Digga. Wenn der Edgar tötet, der andere. Ich brauche Hilfe. Der greift keine Schweine an. Doch, der hat gerade ein Hühnchen angegriffen. Ja, Hühnchen, aber keine Schweine. Okay. Digga, wo ist das andere? Boah, Mann. Oh, der Axolotls ist weggerannt, der zweite. Kannst du mir helfen, den zu finden? Da ist das. Hä? Er spielt Spielchen mit mir. Ich muss einfach die Papageien hinsetzen. Bitte setzt euch hin, bitte. Ey, ey. Oh mein Gott, ey. Der Axolotl ist ins Hühnergehege gesprungen, hat alles massakriert. Ey, er hat Blutbad gemacht. Ey, oh mein Gott, ey. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ey, was macht er denn? Ey, Veto, Digga. Ach, mein Gott. Ich schwöre, was ist passiert? Mann, mein Axolotl ist in dein Hühnergehege gesprungen, hat die alle aufgefressen. Das war wirklich ein Blutbad. Das war nicht schön anzusehen. Boah, zum Glück war es kein Axolotl, ne? Mann. Echt, Digga. Warum stehen hier Eisbären? Dann, ja, weil ich Eisbären geholt habe, oder? Du hast also Eisbären entführt aus ihrem natürlichen Lebensraum von ihrer letzten Eisscholle, die sie noch haben wegen Richtig. Klimawandel. Und hast sie dann jetzt hier noch reinquartiert. Bist du ehrenlos? Ist das allerletzte? Die gerettet. Boah, Klimawandel. Ist das allerletzte, wir, Digga. Nein, wir züchten Gott, die ja wieder hoch. Kannst ja dann direkt zwei Chicken auf die Liste packen. Können Axolotl über so ein Ding... Nein, das ist dein Bier. Das ist nicht mein Ding. Das waren ja deine Ocelots. Nein, das ist dein Video. Pass mal auf, dass ich nicht durch den ganzen Zoo auskritte. Wolltest du ja nicht machen. Du weißt ganz genau, was ich alles tun würde. Mir ist alles egal, ich habe nichts zu verlieren. Ist ja Palutens Zoo. Nein, das ist dein Zoo. Nein. Doch. Naja, wie auch immer, ich habe jetzt einen Pufferfisch. Ich habe auch schon einen. Wie? Schon geholt. Das ist doch meiner. Aber wir werden jetzt erstmal ganz dick den Ocelotl abhorken. Dein, der scheiß Bier macht einen Abflug hier. Hol die Digga, mal die geht da zurück ins Gehege, Bro. Hat die frei. Lauf gerade. Ja, die bestäubt so ein paar Tiere und dann geht die wieder zurück. Ja, ich bestäub auch mal. Oh, ich habe den Papagei auch schon geschafft. Oh mein Gott, Doppelstrich. Jeder lässt die Biene einbauen oder was? Du bist so ein ekelhafter Typ, Alter. Ich schwöre, du bist so widerlich, wie du mit Tieren umgehst. Das machst du alles nur für das Video, Digga. Nicht, weil du die Tiere magst. Nee, natürlich nicht. Was haben die Tierchen getan? Das mache ich nur, weil ich Paluten so mache. Ich liebe Paluten. Ich schwöre, Paluten dürfte alles. Nee, warte mal. Wir immer wenn er da ist, ich werde so glücklich. Weißt du, ich meine, er ist einfach so. Oh, na toll. Er ist einfach so people happy, weißt du? Er ist so unschuldig. Unschuldig happy. Mann, Digga, das ist dein. Ach, Digga, pack deinen scheiß Pufferfisch da weg. Hier sind meine Nein, Papageien. Der bleibt da. Ey, wenn mein Papagei jetzt am Pufferfisch stirbt, ich hau dich tot. Mann, wie ist. Yeah.
Ja, ich meine, Digga, das hört sich so brutal an, wenn man nicht in-game sagt, Digga. Ja, komm, pack die jetzt rein. Extra klein, extra scheiße. Mann, ey, Digga. Ich lass die Axolotl auf die frei. Abschusskommando. Turmtaum schießen, erschießt. Kommt das Ding, fass, fass, fass. Ja, klar. Schnell. Ich hab die Beine in die Hand genommen. Eine Sekunde war offen. Digga, er hat so einen Meter gemacht. Digga, wer ist denn der? Digga. Komm, Alter, her. Ey, ich brauche das raus. Nein. Oh mein Gott. Digga, was hast du mit den Frischen gemacht? Digga, oh, oh mein nee, Gott. Alles scheiße. Alles voller Frische. Oh nee, ne? Digga, oh nee. Kannst du die mal hier reinmachen wieder? Wie hoch muss ich das Ding bauen? Reicht zwei hoch? Nee, mach mal drei. Mann, der scheiß Papagei ist schon wieder hier drin. Mach du mal bitte, ich muss den Papagei kurz einsperren. Bitte, hör mal auf zu fliegen, Digga. Was hat der für... Bitte, setz dich mal hin. Mann, er will auf meine Schultern. Ja, bitte setz dich hin. Hey! Oh mein Gott, Digga, jetzt kommt auch noch die Flugschwadrone von oben. Mann, jetzt kriegt Pufferfisch Damage. Ey, jetzt setze ich mich auf meine Schulter. Ey, er geht. Nein! Flieg hoch! Ja. Zieh hoch, zieh hoch. Zieh hoch. Keine Kapriolen. Über Axolotl-Gehege, mein Freund. Wirklich, da kannst du dir aber sicher sein. Der Frosch hier. Oh ne, der ist bei der Kuh drin. Weg mit dem. Ja. Oh ne, die Frösche sind schon wieder abgehauen. Alter, oh mein. Du musst das 3 hoch machen. Ja. Ja. Ist ja gerade hier reingesprungen. Will er mich trollen? Wie hoch muss ich das noch machen? Noch höher? Nee, kein Bock mehr. Frosche können 13... Na, das Troll. Was für 13? Der weiß, wie hoch 13 Blöcke sind? Also wenn der jetzt hier abhauen kann, ja, boah, dann bin ich so mad. Wie lange kann ein Delfin an Land bleiben? So 5 Minuten. Würde ich einen Delfin nämlich durch den Nether ziehen, schnell. Nee. Durch die Holle. Ja, du kannst versuchen. Hab die Frosche wieder eingefangen. Also wenn die hier drüber springen können, dann für dich Craftic. Dann hab ich keinen Bock mehr. Okay, bist du ready jetzt? Hallo, was macht der Delfin da? Geh rein. Ich geh rein. Okay, bist du drin? Ich bin drin. Also, du musst jetzt halt 190 jetzt Blöcke... Ja, er ist drin. Komm rein. Okay, ich komm. Schnell. 190 Blöcke ohne Wasser. Wo hinter, ist hinter, er? Wo Portal. Ist er? Hinter Portal, da. Und jetzt komm, zieh. Flipper, halt die Luft an! Bitte, überleb. Nee. Alter, der B-Hop, Luft anhalten! Komm, das schaffst du. Du bist ein großer. Aber da ist ja kein Wasser. Du bist ein starker. Ja, ich mach Wasser dorthin direkt. Voll scheiße, wir haben Kindergarten kaputt gemacht. Warte mal, nein! Egal. Delfin ist durch. Wasser, ja, Wasser. Ja, zieh ihn ins Wasser. Er muss atmen. Er ist im Wasser. Alles gut? Ist er wieder frisch, denkst du? Ja, ich glaube, wir haben ihn resettet. Aber wie sperren wir ihn jetzt ein? Nimm ihn nochmal in die Leine und ich mach ein Becken. Hier, Loch, pack den mal rein. Er muss atmen können und der kann halt rausspringen und dann auch an Land sterben aus Versehen. Ja, dann machen wir ein bisschen Dings vor. Mann, ey, Digga, ich schwöre, ich hol ihn aus dem dicken Mittelmeer raus, um den hier in das scheiß Sandloch zu stecken. Ey, das ist das Respekt, was gibt. Mann, er hat keine gute Zeit mehr. Mir doch egal. Hauptsache Piloten ist glücklich. Ja, das passt schon. Der fühlt sich richtig wohl, Digga. Der hat eine gute Zeit da unten. Der geht super. Mann, aber wir müssen, wenn wir einen Shop mit Delfinen machen, wir können nicht Delfine verkaufen. Warum das nicht? Das ist illegal. Ha, stimmt, aber so Eisbären, das passt. Ja, Eisbären jucken. Die gibt eh bald nicht mehr. So, zack, Delfin, abhaken auf der Liste. L.A. kracht bisschen, Squid sowieso, obwohl wir können eigentlich genau das gleiche jetzt nochmal tryen. Mit dem Squid halt, aber ich glaube, der stirbt ein bisschen eher als, naja, ein Delfin. Ja, komm, machen wir einen Squid, komm, was soll's, hilft ja nichts. Hilft ja alles nichts, jetzt der Squid dran, wir brennen schon mal hier ein bisschen Gehege vor. Hier kommen die Aquarien hin, hier ziehen wir den Typen dann rein. Okay, kann ich hier den Squid anleihen? Hey, wait, warum geht das? Aber stirbt der echt direkt an Land? Warte mal. Okay, wie weit müssen wir denn ziehen? Immer noch mal ein bisschen Wasser platzieren, oder? Warte, was, wenn ich hier Wasser hinmache, kommt der dann hoch? Ja, das sieht gut aus. Das sieht ganz schlecht aus. Nein. Squid gestrandet. Ich glaube, es ist echt am einfachsten, wenn wir so eine kleine Wasserstraße dafür den bauen. Mann, der scheiß Delfin ist gedespawnt. Hast du ihm kein Namepack gegeben? Mann, der despawnt noch nicht. Bist du dumm? Der ist ertrunken oder so. Ich hab doch gesagt, das bringt nichts. Der ist weg. Mann, ja, dann müssen wir einen neuen holen. Mann, man kann die nicht halten. Weil doch, der ist kein Delfin zum Halten. Bestimmt. Was macht der? Ey! Der Frosch springt auf den Dingseiern rum. Digga, auf den Dings. Das passt auch. Aber keiner von hier drin, oder? Ich hoffe nicht. Mann, sonst haben wir der ist hier drüber gesprungen, willst du mich verarschen? Digga, jetzt habe ich ihn getötet? Nein. Ja, komm. Ey, Digga, ach Mann. Oh, nee. Ja, komm, nein, hier nur ein. Das holst du, Digga. Nein, du bist so ein Opfer. Du holst jetzt den nächsten Frosch. Warte, nein. Frosch war deiner. So. Mann, Paluten checkt das vielleicht nicht. Checkst du? Warte, guck.
Ja, passt. Der Digga, das sieht voll gleich aus. Aber wir müssen nochmal höher bauen, sonst haut der andere auch ab. Digga, wie kommt er hier rüber? Niemals. Ey, mein Squid ist gestorben. Nein, wo? Mann, er war angeleint im Wasser. So ein Idiot, der Typ. Digga, jetzt haben wir keine Tiere für Valuten, sondern wir töten alles, was im Server rumläuft. Wir können 8 Blöcke springen, jawohl, Schere. Man macht doch ein Dach drüber, du. Hast recht. Ehrenloser. Hä? Jetzt, wo ist denn der Frosch hin? Oh, ey, ist noch einer. Nee, das ist der ausgebrochen ist eben. Hä? Der ist gerade. Digga, ich fass es nicht. Boah, gut sieht der Mann, aus. Ey, ich schwöre, wie der auch läuft, Digga. Der sieht so richtig. Du schleifst den so richtig hinterher. Ja, das ist respektlos. Schau mal, jetzt ist das Wasser hier ready. Ich glaube, weil es nicht halt eben war, deswegen ist der ertrunken. Der konnte nicht hoch. Okay, jetzt soll ich noch einen holen? Jo. Bin los wieder zu dem Portal. Und dann ziehen wir da noch ein Squid rein. Geh rein. Jo, bin sofort drin. Der springt nicht. Hüpf rein. Er hüpft dich rein. Schlag den grün und blau. Der muss jetzt hier rein. Mein Gott, er macht nicht. Digga, er hat mir einen rechten Haken gegeben. Er tötet mich. Ja, so peinlich vom Löffel. Digga, er ist um sein Leben gebehaupt, Digga. Nein, nicht mach. Nee, du musst Wasser machen diesmal. Bitte, komm. Mach mal Wasser hier hin. Nein, geh einfach durch. Nein, oh mein Gott, wenn er jetzt weg ist, bist du ein Opfer. Oh mein Gott. Ey, Digga, du bist so ein Lappen, warum gehst du so nah an das Portal? Mein Gott, wieso blickst du nicht vor? Hä? Er will zurück in den Ozean. Erst drin. Hab ihn, ich schätze mir die Zahl und komm rein und hast du Leine? Wasser. Ja, ich bin schon unterwegs. Naja, wieder Main-Portal, egal, ich mach hier einfach Wasser, juckt. Ah, alles kaputt machen erstmal. Delfin durch, geil, komm rein. So, von mir kommt komplett jetzt hin. Ja, wieder dort rein, jetzt sollte easy sein. Digga, das ist das so krasses Verbrechen gegen Mutter Natur, was wir machen. Ey, komm. Mann, nein! Oh, nö, ne? Das ist gerade wie das Maulwurf. Digga. Und rein damit und eingesackt, geil. Gib dir mal ein Nameplay, bitte. Ich mach mal ein Nameplay. Guck ihn an, ich gebe ihm ein Nameplay. Der hat keinen Namen verdient. Digga. Ich mach noch ein bisschen höher. Ja, okay, dann ziehen wir jetzt in den Zukult hier rein, oder? Nö, keine Lust. Ich wollte ein Lush Cave. Nee, hilf mal kurz mit dem. Ah, nee, komm, mach dein Ding. Zweiter Versuch, Squid 2.0, das wird so geil. Die Frage bekommen wir den bis dorthin erstmal. Das ist hier wichtige Frage. So, wer ist hier das nächste Opfer? Du, Pam. Komm, guck mal her. Jo, er schafft es, juhu. Okay, das ist geil, dann können wir den bis dorthin da schleifen. Mann, in dieser ganzen Lush-Camp ist keine Axelote. Ich heul gleich los. Hab den Squid eingesammelt. Ey, bitte bleib jetzt mal da drin. Squid, check. Okay, was kommt jetzt? Ja, komm, lass die Goat holen, oder? So, wir stecken jetzt Caskcrafter in das nächste Gehege. Und damit meine ich eine Ziege, weil Caskcrafter der Goat ist. Hier war die irgendwo, ne? Perfekt, komm. Und eingepackt. Wie lustig, der wackelt. Diesmal kein Danke Castcraft in die Kommentare, sondern einfach mal ein Danke Paluten in die YouTube-Kommentare. Einfach mal bedanken, dass Paluten so geil ist und so regelmäßig jeden Tag hier bei uns auf Crafttech vorbeischaut, selber spielt und uns hier so für sich arbeiten lässt. Das ist irgendwie so geil. Danke Paluten. Und Ziege auch abgehakt. Geil. Rein mit dir. Wir schauen mal, wie es bei Marcel aussieht. Das ist die ganze Lush-Cave hier, das hält gar nichts. Digga, es kracht hier so rein. Guter Erdbock mit schlechter Erdbock. Oh! Axolotl. Ist so ein Wasserbecken, ist es für Axolotl oder für was ist das? Oh ne, ist der. Wie ist der Squid weg? Ja, guck, das Digga. Das funktioniert nicht. Hast du den genametaggt? Nee, aber wieso sollte man Squids nametaggen? Das Mann, macht die despawnen, Sinn. Du Opfer. Mann, wieso sollte. Nein, die spawnen nicht. Doch, Digga, das sind so NPCs, die despawnen die ganze Zeit. Und spawnen wieder, wenn du mit. Nee, okay, Axolotl, ich mach dir die Axolotl einfach rein, oder? Ja, mach einfach. Dann gibt's halt keinen Squid. Ich werde die einmal jetzt zusammen, wie soll ich sagen, den Akt vollführen lassen. Und dann werde ich da direkt ein blaues rausbekommen, weil wir so lucky heute sind. Weißt du, weil unser Glückstag ist? Ja, ist so teuer, die zu füttern, das ist so respektlos. Ja, das ist aber nicht blau. Kann ich nicht bewerten, bin farbenblind. Du bist ja nicht farbenblind, Norman. Ich bin ja farbenblind, tatsächlich. Du willst nur Mitleid. Digga. Ich schwöre, das würde ich dir zutrauen. So, aber erstmal muss ich jetzt den Axolotl abhaken. Jetzt hole ich eine Katze. So, was hol ich denn jetzt? Denkst du, wir können zusammen einen Sniffer entführen bei Trimax? Ja. Okay, dann lass hin. Okay, ab zu Trimax. Aber nur die Eier, oder? Boah, Ei wäre geil, ja. Nee, hier sind ja keine Sniffer-Eier vom Ding. Nee, es kann ja nicht sein, dass hier keine. Oh, hallo? Hallo? Ich wollte gerade zu dir. Zu mir wolltest du? Ja. Aber ich versteck mich nicht in den Kisten. Ja, da kann ich ja nicht sicher sein. Also, ihr habt ja ganz viele Sniffer. Und da wollte ich fragen, ob du ein Ei noch über hast. Ach, klar. Das ist super. Hat Maxi alle rausgenommen? Nein. Warte mal, ich mach mal die Kiste eben leer. Ich guck mal, ob da irgendwie Eier nachkommen. Kommen die hier rein? Ja, normalerweise. Aber ich weiß nicht, da irgendwie sind da keine. Ich guck mal eben, ob in den Hoppern unten welche sind. Du musst sie einfach mit einer Blume füttern, schreibt mein Chat. Dann kriegst du ein Ei. Mit einer Blume, okay, warte, ich scheiß. Auf jeden Fall muss man die irgendwie damit füttern und dann machen die ein Ei. Ja, ich versuch's mal.
Nee, mit dem nicht. Dann doch mit der anderen. Ah, nee, mit dem Seed, das ist... Oh, perfekt, habe eins. Dankeschön. Alles klar, kein Problem. Oh, ja, guck mal, da haben wir direkt schon unseren ersten Verkaufsschlager vermutlich. Weil jeder will doch so eine seltene Kuh haben. Aber wenn wir die verkaufen, dann verliert die dann Wert, weißt du? Inflation, ja. Denn, Leute, nochmal kurz zur Erklärung. Viele Leute haben ja auf dem Server verschiedene Shops. Und ich habe entschieden, dass ich ganz gerne ein paar Tiere verkaufen möchte. Praktisch, Tiere suchen ein Zuhause. Auf jeden Fall habe ich dort tatkräftige Unterstützung bekommen von meinen glorreichen Superfreunden und die haben sich schon an die Arbeit gemacht. Und dort und er ist ja schon da. Er ist geschlüpft. Das Snivy. Als ob. Das ist das erste Mal, dass ich live in Minecraft einen friggin' Sniffer sehe. Was aber kann es, der? Es ist noch ein Baby. Naja. Der muss noch wachsen. Schnüffeln. Der wird noch fünfmal so groß, glaube ich. Fünfmal so groß? Ich übertreibe nicht. So dreimal, zweimal. Der wird das ganze Ding hier ausfüllen. Wie sollen wir unser erstes Schwein, was verkauft wird, nennen? Habt ihr da eine Idee? Ragd. Seidkar rückwärts. Also. Okay. Nee, ich bin für Thomas. Thomas, Sandro. Auch gut. Sandro, ja. Aber auch mit Wagner noch hinten dran. Ja, Sandro Wagner. Okay, Tennisspieler? Deutscher Co-Bundestrainer. Okay. Ringel die Eins, ja. Ich würde ihn einfach, vielleicht, ich würde ihn Willi nennen. Willi? Ja. Willi. Niklas Wilson. Okay, das verstehe ich. Willi ist doch ganz gut, oder? Nee, Willi ist perfekt. Nee, dann aber ist richtig gut. Was glaubt ihr, was ein fairer Preis ist? Ich meine, das ist ein Schwein, das ist ein Edgarianer. Und Willi ist einmalig, ne? Und Willi ist, weg. Ja, dann lass uns erst mal mit 100 probieren. Notfalls gibt es dann einen kleinen Edgar-Rabatt. Was genau, hier vorne. Guck mal, hier in Top-Lage, Leute. Top-Lage. Hier würde er entstehen. Gut, ich würde sagen, dann lass uns morgen gucken, ob jemand Willi gekauft hat, oder? Ich finde auch, hast einen hübschen Shop. Ist gut geworden. Ey, na, der wird ja noch besser. Der wird glorreich. Nee, lass so, passt. Nee, viel wichtiger. Wir holen ja jetzt die nächsten Tiere ran. Alle raus. Paluten war schon da heute, ich bin raus. Aber Paluten will ja die ganzen Tiere haben, oder? Ja, aber das kannst du machen. Ich töte alle Tiere. Okay, dann hol ich. Was hol ich? Boah, Panda wäre halt krass. Boah, ich will aber einen braunen Panda eigentlich haben. Aber das dauert. Nee, wir können ihn einfach klauen bei Orotox und den fahren. Ja, okay. Ich bin jetzt hier schon beim Schnee, Fuchs. Na gut, dann such den mal. Aber friert der nicht bei uns dann? Nee, andersrum. Ist dem nicht warm? Ja, der schwitzt ein bisschen, aber... Also, ich schwitze auch die ganze Zeit. Das ist okay. Ich glaube, wo durchschwitzen ist, bist du da... Mann, hier ist kein Schneefuchs. Digga, du bist eine Sekunde da. Ja, und ich sehe keinen Schneefuchs. Wenn man Schneefuchs mit Fuchs paart, ist dann so 50-50, was rauskommt. Ich nehme es mal an, ja. Dann hast du einen Schneefuchs und einen Fuchs. Ja, können wir machen. Aber kannst du den Fuchs holen und mich am Portal abholen? Ich habe Angst, dass ich den Schneefuchs da reinmache und der dann despawnt. Ja, ich kann einen Fuchs holen. Nee, kannst du zu mir kommen. Das Ding. Hey, hier sind Schneehasen. Hast du, brauchen wir auch, ja. Okay, dann musst du wirklich auch zum Portal kommen. Ja, zu welchem? Der Fuchs hat den Hasen ermordet! Nein! Der Fuchs hat den Hasen... Nein! Man hat ihn nur fiepen hören. Ja, wir holen hier später Schneehasen. Na, wo rennt der hin? Der Fuchs hat... Hast du keinen Liner? Doch, aber der macht hier wirklich absolute Fitner. Mann, der gräbt die ganze Zeit im Boden rum, Junge. Der hat hier irgendwie... Der frisst hier welche Hasen. Die Leine reißt die ganze Zeit. Er ist besser als ich. Er ist der Ultimate Sigma. Ich schwöre, er springt hier rum, als ob es keine Ahnung... Er denkt auch, wer ist er? Mein Fuchs da friert. Komm mal raus hier, mein Fuchs. Bist du genau da? Ja, bin ich. Okay, ich schieb den jetzt dann durch. Schick durch den alle. Erster. Aber er hat auch... Okay. Nein, bleib stehen. Nein, er rennt weg. Wo ist er hin? Ich jag dem hinterher. Digga, ist der so weit schon? Ey, nee, ne? Digga, er macht so Meter. Er denkt auch, er könnte hier irgendwie Fitner machen. Ja, komm mal her hier. Schön. Oh, der haut wieder ab. Hab ihn verloren. Nein, ehrlich? Nee, er muss hier irgendwo sein. Ey, Digga. Nee, warte mal. Ey. Hab ihn. Also, nicht an der Leine, aber... Digga. Er reißt sich von der Leine los. Nein, er reißt jetzt nicht. Nein! Nein! Nicht Edgar! Raus! Nimm ihn, ziehen! Digga, er wollte die Schweine. Hätte er Edgar getötet? Alter Schwede. Wahrscheinlich heißt so ein Fuchs und Schwein. Ja, in Mannschaft schon. Guck mal, wie jetzt Edgar will. Er will Edgar töten. Das ist Schmeckarianer hier. Digga, guck mal, wie er an der Leine versessen. Zieht. Der hat Tollwut, der Junge. Digga, wie besessen er zu den Schweinen will. Ja, wir müssen wieder hochbauen. Die können auch wieder rausspringen. Ja, oder wir lassen ihn an der Leine. Ja, das geht auch. Hier, pam, so. Aha, oh, hier ist ja ein Brauner dabei, das schmeckt ja. Ich hab versucht, Server zum Lägen zu bringen, hat nicht geklappt. Guck mal, Achtung, gesondertes Gehege, einmal hier. Da war aber auch oben ein Brauner. Ja, aber hier, guck mal, hier könnt ihr euch sogar einen kleinen hochzüchten. Oh, das schmeckt. Also, Norman darf das machen. Boah, wie die reinmampfen. Boah, geil. Das ist jetzt sozusagen meiner hier. Passt, hier, pack den kleinen mal ein. Hier, rot, okay, zack. Ich pack den kleinen ein. Ich hab mich schon. Gut, Was dann, denn Führung? Pack den kleinen mal ein. Ja, damit haben wir jetzt auch Pandas. Das ist cool. Was wollen wir als nächstes? Ja, Antrag Fuchs. Ja, okay, dann fliege ich mal vor und du machst Portal dann.
Ey, okay, ja. lass den Joe und Alay holen. Ich habe hier oben einen Alay erspäht. Mhm. Und wir bräuchten halt so zwei Stück, wenn das möglich wäre. Ja, das lässt sich machen, gar kein Problem. Ja, super Sache. Wie bezieht man die nochmal? Mit irgendwie Musik, oder? Ja, genau, ich habe alle Sachen dabei. Aber wir klonen mal den hier am besten. Bereit? Jo. Oh, hier ist ein Alay schon mal, ein zweiter. Norman, du kannst mal kurz auf dich eichen, den irgendein Item gibst. Ja, nimm einfach mal hier einen Bambus. Komm. Bambus genau. hoch. Ab jetzt folgt er dir. Das Bambus in der hoch, Hand. Das Bambus. Und den zweiten haben wir, glaube ich, da vorne. Den können wir einfach auch hier klonen, ne? Hier ist der zweite in der Hülle. Jawollo. Und einsacken. Dankeschön. Was machen wir jetzt? Wir holen einen Redstone, machen einen Noblock und dann bleibt er da. Beim Noblock? Der muss doch spielen, der Noblock. So, nee, lass ihn auch alleine. Lass ja, ihn alleine. True. Ja, komm, lass den Hase noch schnell holen. Ja. Beim Hase. Bist du beim Portal? Der hat voll die roten Augen. Dem geht's gar nicht gut. Dann bin ich wohl da. Okay, der erste kommt durch. Hoffentlich. Ja, doch nicht. Warte. Er müsste durch sein. Ja, dann kommt jetzt der nächste. Ja, komm, die bleiben einfach im Boot. Ja, warte, ich hab noch Fences. Hast du noch einen? Wieso? Das wird nicht funktionieren. Doch, man kommt nicht rein. Wunderschön. Mann, Lama und ein Hund. Wo ist denn mein Hund? Vom Ding her müssen wir den mal mitnehmen. Wann hatte ich nicht noch einen anderen Hund? Wo ist denn der? Er ist echt noch da. Warte mal. Ja, okay, dann nehmen wir die beiden Hunde. Dann können wir eigentlich die beiden zu Paluten bringen. Nee, ich glaube, wir setzen die einfach nur hier so hin, so mäßig. Ich habe sozusagen zwei Hunde jetzt da. Wie bitte? Ich habe zwei Hunde hier sitzen. Jetzt nur noch Lama. Ihr sitzt ja schon zwei Hunde im Call, oder nicht? Ja, hast recht. Komm, lass noch Lama holen und dann hier sind wir fertig für heute. Ja, dann packen wir ein, dann lassen wir los. Okay, wir machen praktisch so einen Würfel, damit kenne ich mich eh aus. Auf eine Seite, ja. Ich glaube auf die Main-Seite kommt so Schweinekopf. Richtig. Was für Köpfe machen wir noch? Was einfach. Wollen wir die Klassiker nehmen oder wollen wir was Extravagantes? Naja, nee, Paluten ist so ein Klassiker. Okay, Schwein, Huhn, Kuh und was? Schwein, Kuh, Huhn, Schaf. Wir haben jetzt ein bisschen was abgesteckt, 32x32, hier kommt der neue Shop hin. Das ist der alte Shop und den springen wir jetzt hoch, let's go. Okay, wer hat Flamebow? Wer ist bereit? Ich. Okay, Heiko, denkst du, das ist eine gute, okay, alles klar. Veto? Was denn? Ah! Palace Shop, wie respektlos von dir. Das war eine gute Bro, da war Willi noch drin. Da war Willi drin. Nein. Siehst du ja irgendwo Schweinefleisch rumliegen? Naja, das wurde weggejagt. Das größte Schwein steht am Rand. Nein, es war nicht mehr drin, das Schwein. Marcel baut hier gerade den Schweinekopf. Also, keine Ahnung, wann der wiederkommt. Aber da soll auf jeden Fall der Schweinekopf hin. Und hier ballern wir, wie ihr schon da seht, den Hühnerkopf hin. Das wird so super irgendwie. Also, hier kommt da ein Huhn hin? Oder was wollen wir da? Ja, und wollten wir nicht teilweise so die verschiedenen... Könnte man nicht vier Tiere hier hin machen? Vier Tierköpfe? Ja, das, boah, das ist eine geile Idee eigentlich, wenn du das haben willst. Ja, doch, das ergibt also, Sinn. Ihr müsst mir einfach sagen, ob das möglich ist. Weil wir sind ja ein allgemeiner Tiershop. Und so hätten wir ja von allen Seiten, also, hätten wir ja deutlich mehr Tiere, die zu sehen sind auf den jeweiligen Bildern. Vorne ist Edgar, weil wir sind natürlich, das ist der Shop der Edgarianer, das ist ganz klar. Aushängeschild sagen, ist Edgar. Unter der Schnauze ist dann der Eingang, so, oder da rechts, je nachdem. Und auf der Seite könnte dann ja zum Beispiel noch ein paar weitere Tiere sein. Ja. Guter Einwand, mein Herrscher. Ja, vier auf einer Seite, das ergibt Sinn. Veto. Komm mal ganz kurz zur Seite. Patrick. Also, ich bin nicht was Besseres als du. Ich bin nicht dein Herrscher. Ich glaube schon, Freunde, dass du was Besseres bist. Nein. Wir sind Freunde. Und nenn mich einfach Palou. Freunde, juhu. Patrick. Maschine ist auch in Ordnung. So werde ich auch Maschine auch Patrick. Das klingt nein, gut. Nein, nenn mich einfach Palle oder sonst, du musst mich nicht Herrscher nennen. Das ist, wenn du wieder zurück heute Nachmittag, wenn Basti online kommt und du wieder GRG bist, dann... Finde ich nicht. Ihn kannst du Herrscher nennen, aber hier bei den Edgarianern sind wir alle gleich. So, nachdem Paluten sich zu unserem Shop geäußert hat, habe ich mir überlegt, wir machen so, diese 12 Mobs kommen in so einem 2x2 Raster jeweils an die drei verbleibenden Wände. Wir haben hier Kuh, Sniffer, Slime, LA, Hund, Panda, Hase, Fuchs, Biene, Katze und die wir sowieso bauen wollten, Huhn und Sheep, die bauen wir jetzt an die Wände ran. Mal schauen, wie lange das dauern wird. Okay, die Hälfte des Shops ist geschafft. Hier das Edgar-Face, das bleibt noch da, aber wir haben hier eine neue Wand errichtet. Einmal hier das Loco Chicken. Ein geiles Schaf. Ihr könnt mal eure Meinung zu dem Sand da drin schreiben. Ich finde das übergeil. Hier Biene und dann Fuchs. Da haben wir noch überlegt, ob wir das so abtrennen mit Trapdoors. Weil ich glaube, das ergibt ganz gut Sinn, wenn hier zwei Weiße aufeinandertreffen zum Beispiel. Ich würde sagen, als nächstes machen wir mal die Wand hier. Mal schauen, welche Katzen hier hinkommen. Wir haben ja ihn hier. Oha, ja. Jetzt du, was hast du zugeschickt bekommen? Ja, oh auf, mein pass Gott. Auf, pass auf. Unboxing. Wir haben hier, also wir kennen alle Basti, aber kennt ja auch schon
Nein! Hä? Paluten! Oha, jetzt kannst du einfach viel besser nachts schlafen, wenn du die neben dir hast. Ich glaube, ich schlafe gar nicht mehr nachts. Okay, aber oh mein Gott, kannst du das jetzt als Thumbnail machen? Paluten oder was, die GRG? Ja, genau. Freunde, wir sind mittlerweile mit der dritten Wand fertig. Wir haben jetzt einen Sniffer, einen Elaine, einen Slime und einen Panda geedit. Wir müssen noch die vierte Wand machen und uns dann anschauen, was Paluten dazu sagt. Kannst du noch schnell einen Mobkopf sagen, der hier reinpassen würde? Dann baue ich den, dann helfe ich dir vielleicht nachher. Mobkopf, der reinpassen würde. Sag mal, was ihr jetzt genau habt alles. Okay, also wir haben ein ganz großes Schwein. Dann haben wir einen Fuchs, Biene, Chicken, Schaf. Elaine, Sniffer, Panda, Slime. Dann mach mal. Hast du Esel? Habe ich noch nicht. Soll ich einen Esel machen? Nee, ein Lama. Hm, ja, sehr exquisit. Können wir machen. So. Wie findest du? Alter! Das ist doch ein geil. Haus. Das ist auf jeden Fall ein dickes Haus. Hier vorne mit dem Edgarianer-Kopf. Ja, das ist auch monumental, weil hier sind ja echt so viele dicke Shops. Oh ja, ein Huhn, ein Fuchs, eine Biene. Auf jeder Seite vier Tierköpfe. Geil. Also Slime. Was? Ach, das ist der Sniffer. Oh ja, mein Gott. Ich habe Sniffer noch nie. Gut, dass du es erkannt hast, aber. Hier irgendwo steht ein Sniffer. Leute, wo ist der? Hört ihn auch. So, und jetzt hier diese. Ein Lama. Oh, nee, ist das ein Kamel oder ein Lama? Das ist ein Lama. Okay. Das Lama ist bisher am besten geworden, Veto. Ja, das hat auch Basti vorgeschlagen, dass da ein Lama hin soll. Deswegen vielleicht. Also, das ist wirklich ein absolut geiler Shop. Auch die Größe. Oh ja. Aber hier regnet es noch rein. Ich muss das Dach noch verdichten. Ja, das ist das Einzige, was fehlt. Baukosten waren zu hoch. Wir hatten kein Geld mehr für Dach. Aber sobald das Dach fertig ist, weil von drin muss man ja gar nicht so viel, weil man die Köpfe funktionieren auch perfekt hier drin. Wir wollen eine zweite Etage so einbauen und da hier so, aber so ein, dass hier oben so ein Loch ist in der zweiten Etage, dass man so hoch guckt, so rund und dann überall so Shop-Area, wo wir so die Tiere an die Seite ausstrecken können. Was auch ganz geil wäre, gibt es auch einen Eingang zum Fliegen? Also wenn man von oben kommt und dann kann man ja, können ja doch offen lassen. Platz machen. Okay, ganz kurze Frage. Angenommen, wir würden jetzt hingehen und hier eine zweite Etage reinbrettern. Ungefähr hier. Und angenommen, wir würden dort in der Ecke einen Warden hinstellen zum Verkauf. Würde der dieses kleine Kuhkalb, abschießen vom Ding, wenn er hier clean in der Ecke steht? Warte mal, was ist denn da passiert? Jetzt ist echt ein Bulle geworden. So, also wenn wir uns jetzt hier entscheiden, den Warden hier hin zu platzieren, dann müssen wir natürlich hier auch das Portal aufbauen. Okay, dann geht's los. Okay, dann, ich habe halt nur vier Totems. War das der dritte oder ist der zweite? Kann ich jetzt schon Nametaggen? Okay, Nametag ist drauf. Okay, jetzt komm her. Ja, perfekt. Okay, er ist durch. Geil. Okay, und jetzt in die andere Richtung. Okay, läuft mir nach. Das ist auch gut. Ich glaube, solange er mir nachläuft, kann er auch nicht mich wegboomen. Alles klar. Nevermind. Bitte geh in das richtige Portal. Bitte geh nicht in das dort oben. Okay, noch einen Hit. Okay, jetzt lauf rein. Ist er durch? Er ist durch. Und weg. Okay, easy. Okay, jetzt müssen wir nur noch das Portal ausmachen. Er ist wieder durch. Oh mein Gott, nein. Komm, hier wieder rein. Ich mach direkt Portal diesmal aus. Er ist durch. Okay, wir machen Portal aus. Und fliegen raus. Wir haben's. Okay, easy. Schön. Okay, die Kuh lebt auch noch, das ist das Wichtigste. Okay, wir haben es geschafft. Oh. Hallo, ja, sorry, ja, was habe ich gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Ich hab was gemacht mit Norax zusammen. Also, er hat eigentlich nichts gemacht. Es geht nochmal um die Shop-Angelegenheit, wenn du verstehst. Ja. Wir haben da sozusagen ein neues Angebot. Ein neues, oh. Warte mal. Nein! Flieg! Bist du safe? Alter, boah. Warte mal. Der Junge wollte mich umbringen. Nein. Ich hab's nicht mal auf Kamera. Ich hab's, alles gut. Hä, warte, warum kommen wir hier raus? Ich weiß es nicht. Wir haben ja aktuell den GAG-Bullen. GAG-Bullen. Aber zusätzlich habe ich noch eine kleine Erweiterung im Shop hinzugefügt. Wenn wir einmal hier durchgehen. Ja, ich folge dir unauffällig. Du musst dich aber ganz vorsichtig dem nähern. Vorsichtig? Ja, hast du noch ein Totem in der Hand? Ja, perfekt. Oh okay. Nein, Veto. Hörst du es? Nein, natürlich, ich höre dieses Pochern. Ich sag mal so,
ihm geht's noch ganz gut hier. Ich habe ihn etwas verlagert in eine andere Ecke. Wenn wir hier einmal ganz vorsichtig auf die Mauern fliegen, dann hörst du und du siehst es schon. Okay, nee, du siehst nichts, weil alles dunkel ist, zumindest doch, bei mir. Ich sehe ihn. Denkst du, das ist ein Verkaufsschlager? Vedo, ich weiß nicht, ob wir... Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz so legal ist. Oh, ich sehe... Ja, okay, jetzt sehe ich echt nichts. Aber du hast ihn ja gesehen, das reicht ja schon. Was für einen Preis können wir hier verlangen? Ich weiß nicht, ob es dafür Abnehmer gibt, aber... Also, was glaubst du? 30, 30, 40, 20, 10? 100. 100? Das war ein richtiger Krampf, den hier hinzubringen. Das ist ein besonderer... Ja gut, dann 100 Diamanten. Diablöcke. 100 Diablöcke. 100 Diablöcke, würde ich auch sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich traust, einmal nach unten zu... Wow! Okay. Ich bin mal ganz kurz weg. Ja. Ich will da nicht runter, Beto. Nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Du kannst gerne runter. Okay, ich muss dir aber einen Screenshot schicken, weil das ist ein ganz besonderer. Ich gehe kurz runter, mache einen Screenshot und dann zeige ich dir, was ich meine. Oh, bin abgestürzt. Peinlich. Schau mal, ich habe dieses Exemplar hier gefunden und deswegen habe ich es eigentlich erst eingefangen. Wenn du verstehst, was ich meine. König Xaroth. Der Zweite. Er ist wieder da. Er ist zurückgekehrt. Ich hatte ihn anders in Erinnerung, muss ich zugeben. Er ist ja der Zweite. Also, der hat sich... Okay, ist unehelicher Bruder Form. Und so weiter. Ja, genau. Okay. Dann passt gut auf ihn auf, Veto. Ey, wenn's einen Käufer gibt, der ist weg. So, Leute, das war's mit einer kleinen Folge von Wir fangen einen Warden und präsentieren ihn Paluten. Leute, wenn es euch gefallen hat, schallert gerne ein Like rein. Schaut auf jeden Fall in Vedos Shop vorbei und lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaut auch bei Paluten vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Danke. Ja, falls ihr mich noch nicht kennt, Alter. Ich mache auch so Videos und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüssi.